Interview mit Bürgermeister Tobias Wildbrand aus Egelsbach. Herr Wildbrand, in wenigen Tagen haben Sie ein Viertel Ihrer Amtszeit absolviert. Wie fällt Ihr Fazit aus? Grundsätzlich positiv. Es war eine sehr arbeitsreiche, intensive Zeit mit einigen auch unerwarteten Herausforderungen. So ist die massive Erhöhung der Grundsteuer sicher eine der Sachen, die uns am meisten wehgetan hat. Nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch uns hier in der Verwaltung. Aber nur so können wir eine leistungsfähige Verwaltung garantieren und den Rückstau in der Sanierung von Gebäuden und Straßen nach und nach abarbeiten. Auch sind wir die Verwaltungsstrukturreform angegangen. Wir wollten die Abläufe in der Gemeindeverwaltung optimieren. Das Ganze musste im laufenden Betrieb passieren. Hinzu kamen, dass kurzfristig wichtige Entscheidungsträger die Gemeinde verlassen haben. Wir mussten die personellen, technischen und finanziellen Situationen im Freibad klären und da auch Grundlagen für die Sanierung schaffen. Wir haben das Eigenheim, die Rahmenbedingungen für die Brandschutzsanierung erstellt und so werden wir in diesem Jahr mit der Sanierung beginnen. Der Verein hat schon angefangen und Ende nächsten Jahres voraussichtlich die Sanierung abschließen können. Wir haben den Leitbildprozess auf den Weg gebracht und sind da auch ein gutes Stück vorangekommen. Der Wertstoffhof, unser Wertstoffhof ist in die ALEG integriert. Der Bau der Radschnellverbindung ist begonnen und abgeschlossen worden. Wir haben das Gewerbegebiet, das lange brach lag im Mühlow und immer in der Planung festgesteckt hatte, tatsächlich auch dazu gebracht, vorwärts zu kommen. Da sollen im nächsten Jahr die Bauarbeiten beginnen. In der Leimkaute sind die ersten Grundstücke verkauft. Wir haben den großen Sturm in diesem Jahr gehabt mit den Konsequenzen für Wald und Flur. Wir hatten den Einbruch der Gewerbesteuer Ende des Jahres jetzt mit der dazugehörigen Haushaltssperre. Den Eigentümerwechsel der HFG, der jetzt gerade kurzfristig auf uns zugekommen ist. Wir hatten die Diskussion um Flugroutenverschiebungen von Amtix Kurz und so weiter und so fort. Es war also durchaus eine intensive Zeit, aber mein Team hat hervorragend mitgezogen. Und so langsam habe ich das Gefühl, wir haben Boden unter den Füßen bekommen. Die Inventur von den Rückständen ist erledigt. Die Handlungsfähigkeit ist hergestellt und wir haben jetzt klar, welche Dinge wir in den nächsten Jahren angehen müssen. Das Gesamtfazit fällt also durchaus positiv aus. Sie haben es selbst gerade angesprochen. Wohl das dominante Thema der letzten 18 Monate war das Thema Finanzen. Zunächst wurde die Grundsteuer massiv erhöht. Dann kam im Oktober dieses Jahres der Gewerbesteuereinbruch und die daraus resultierende Haushaltssperre. Zuletzt gab es die gute Nachricht, dass das Erreichen des Schutzschirmzieles nicht gefährdet sei und auch für 2020 keine neuen Grundsteuererhöhungen drohen. Wie steht die Gemeinde heute finanziell da? Noch nicht gut, aber besser und auf einem guten Weg. So sind wir zum Beispiel von der Aufsichtsbehörde haben wir testiert bekommen, dass unser Finanzstatus von akut gefährdet auf angespannt zurückgestuft wurde, ein Zeichen dafür, dass sich unsere Finanzsituation deutlich verbessert hat, zumindest um eine Stufe. Der Einbruch der Gewerbesteuer hat uns natürlich noch mal erheblich wehgetan. Da hat 500.000 zwei Monate vor Jahresende gefehlt. Aber auch das konnten wir trotz dieser erheblichen Fehlbeträge auffangen und den Schutzschirm nicht gefährden. Und auch fürs nächste Jahr sieht es so aus, als müssten wir keine weiteren Grundsteuererhöhungen in Angriff nehmen. Wir haben jetzt nahezu alle notwendigen Stellen im Rathaus besetzt und begonnen, den Sanierungsstau abzuarbeiten. Das war aber nur möglich, indem wir die Bürgerinnen und Bürger mit einer doch deutlichen Erhöhung der Grundsteuer belastet haben. Unter normalen Umständen sollten aber diese Mittel jetzt ausreichen, um handlungsfähig zu bleiben. Inzwischen haben wir aber auch im Zusammenhang mit der Erstellung dieser zwei Haushalte für 19 und 20 der Haushaltssperre und damit der Analyse der Entwicklung des diesigen Jahres doch einen viel tieferen Einblick in die Finanzen bekommen und die Prognosen können jetzt präziser erstellt werden. Es wird uns auch helfen, wenn wir im nächsten Jahr auf den Produkthaushalt umstellen müssen. Ich hoffe, dass es nun jetzt ohne weitere Hiobsbotschaften weitergeht. Dann gehe ich davon aus,
dass wir den laufenden Betrieb und auch die Rückstände, die wir noch abzuarbeiten haben, was Sanierung und Ähnliches angeht, tatsächlich mit den aktuellen Einnahmen decken können. Große Sprünge können wir natürlich trotzdem noch nicht machen. Auch neue freiwillige Leistungen werden nicht möglich sein. Es wird auch noch mal der ein oder andere Blick auf den Haushalt zu werfen sein, ob die Balance stimmt, ob die Dinge, die eigentlich über Gebühren finanziert werden müssen, ausreichend über Gebühren finanziert sind, ob die anderen Einnahmen so stimmen, ob wir an der einen oder anderen Stelle noch mal bei den Ausgaben Korrekturen vornehmen müssen. Und da wird auch noch ein bisschen Arbeit auf uns zukommen, aber da geht es um Verschiebungen innerhalb des Haushaltes und nicht um grundsätzliche Weitererhöhungen. Insgesamt sind wir aus finanzieller Sicht, aus meiner Sicht, auf einem guten Weg, haben aber auch noch ein gutes Stück vor uns. Sie haben im Wahlkampf versprochen, die Verwaltung neu aufzustellen, um sie handlungsfähiger zu machen. Das ist ja ein Bereich, von dem die Bevölkerung weniger mitbekommt. Allerdings hat es im vergangenen Jahr eine Reihe von Personalwechsel gegeben. Wie zufrieden sind Sie mit der aktuellen Entwicklung? Im Grunde sehr zufrieden. Die Teamklausur im Februar diesen Jahres hat dazu gedient, dass wir gemeinsam neue Strukturen aufgelegt haben. Alle Aufgaben wurden in der Verwaltung den neu gebildeten Fachdiensten zugeordnet. Übergabepunkte und Aufgaben wurden definiert, sodass jeder Mitarbeiter jetzt einen klaren Aufgabenbereich hat. Seit geraumer Zeit läuft das durchaus wesentlich effizienter. Der nächste Schritt wird nun sein, die wichtigsten Prozesse zu definieren, um einfach mehr Routine in die Arbeitsprozesse hineinzubekommen. Darüber hinaus wollen wir mit Stellenbeschreibungen, die bereits begonnen haben, die so in den letzten Zügen jetzt liegen, auch noch jeden einzelnen Arbeitsplatz, der seit 25 Jahren nicht mehr definiert wurde, wieder neu definieren, damit auch jeder seinen Arbeitsbereich klar umrissen hat. Die Summe aller Stellenbeschreibungen sollen dann das Leistungsspektrum der gesamten Verwaltung darstellen, sodass wir auch dadurch nochmal ein gutes Bild über die gesamte Verwaltung bekommen. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass wir inzwischen regelmäßig miteinander kommunizieren. Es gibt regelmäßige Meetings, es gibt eine ausgeprägte Feedbackstruktur. Ich gebe meinen Mitarbeitern regelmäßig Feedback, sie geben sich gegenseitig Feedback. Und auch ich bekomme an der einen oder anderen Stelle eine Rückmeldung zu dem, was ich an Entscheidungen treffe. So können wir Stück für Stück gemeinsam besser werden. Das hat nicht nur zur Effizienzsteigerung in den Abläufen geführt, sondern es hat auch erheblich zur Stimmung beigetragen. Wir haben heute eine wesentlich entspanntere und kooperative Stimmung als zu meinem Amtsantritt. Ein Wermutstropfen habe ich trotzdem noch. Es gibt einige unerwartete Abgänge. Inzwischen haben 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Jahr die Verwaltung verlassen. Ich habe aber mit allen gesprochen und die Rückmeldung, die ich bekommen habe, waren immer, dass es nicht unsere Strukturveränderung war, nicht die Entwicklung im Haus, sondern eher langfristige Überlegungen. An vielen Stellen gab es bessere Angebote aus anderen Kommunen oder die Fahrt zum Wohnort war deutlich kürzer. Das waren in der Regel die Rückmeldungen, die ich für die Wechsel bekommen habe. Aber Veränderungen sind natürlich immer Anlass, sich neu zu orientieren. Und wenn so ein ganzes System in Bewegung gerät, dann gerät jeder Einzelne vielleicht auch nochmal mit in Bewegung und nutzt die Gelegenheit, um sich neu zu orientieren. Das verbleibende Team, das kann ich aber auf jeden Fall sagen, inklusive der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir eingestellt haben, auch da haben wir sehr effizient gearbeitet und viele Stellen besetzt und neue Mitarbeiter in Ersatz zu den Weggängen eingestellt. Zeigt eine überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft. Trotz Zumutungen, die ich also wirklich in diesem Jahr Ihnen zumuten musste mit viel zusätzlicher Arbeit, vielen Entscheidungen, selbstständigem Arbeiten, hat das ganze Team das sehr aktiv und motiviert angegangen. Ich bin sehr stolz und dankbar, dass ich mit meinen Mitarbeitern so weit gekommen bin. Und bin deswegen auch sehr empfindlich darüber, wenn es zu unsachlicher Kritik, ob nun direkt oder übers Netz, an meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommt. Ich kann durchaus einen Vergleich ziehen zwischen dem, was ich erlebt habe, als ich hierher gekommen bin, und dem, wie ich das heute sehe. Und ich würde wirklich sagen, dass wir einen großen Schritt vorangekommen sind. Schneller, als ich das
erwarten konnte. Ich habe das viele Jahre auch für Unternehmen gemacht und weiß, dass diese Prozesse lange Zeit brauchen. Ich kann nur sagen, wir sind wirklich sehr schnell unterwegs. Ich hoffe, dass wir so in einem halben Jahr aus dem Ausnahmezustand in den Normalzustand wechseln können und dann auch nicht mehr die Last so groß ist für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Welche Themen haben aus Ihrer Sicht denn darüber hinaus die ersten anderthalb Jahre Ihrer Amtszeit geprägt? Ja, ein Thema habe ich schon genannt, die Bürgerbeteiligung im Leitbildprozess. Das war sicher eins der Themen, die die meisten Menschen hier im Ort sehr bewegt haben und was auch einen großen Schritt für die Zukunftsorientierung unserer Gemeinde bedeutet hat. Die Arbeitskreise arbeiten sehr kreativ und sachlich oder haben sehr kreativ und sachlich fundiert gearbeitet. Im Moment sind wir an dem schwierigsten Punkt in dieser gesamten Entwicklung, denn nun sitzen wir im Steuerkreis zusammen, die Politik der Gemeindevertretung, die Vertreter des Arbeitskreises und die Verwaltung, um darüber zu diskutieren, welche Ideen tatsächlich ins Leitbild übernommen werden. Da spielen aber neben den kreativen Ideen natürlich auch rechtliche, finanzielle und fachliche Themen eine Rolle oder Perspektiven eine Rolle. Und es muss die Umsetzbarkeit geprüft werden. Dass das an der einen oder anderen Stelle zu Reibungen führt, ist zu erwarten gewesen. Das letzte Mal ist dieser Prozess Anfang der 2000er Jahre auch an dieser Stelle gescheitert. Kommunalpolitiker und Verwaltung haben halt nochmal einen anderen Blick auf diese Themen und müssen immer wieder auch die Machbarkeit und die langfristige Umsetzbarkeit mit im Blick haben. Nichtsdestotrotz bin ich der guter Dinge, dass wir vorwärts kommen, denn die Diskussion bleibt in großen Teilen sachlich. Wir sind auch mit einigen Punkten schon uns einig. Ich denke, im zweiten Quartal 2020 werden wir ein mehrheitsfähiges Leitbild in die Gemeindevertretung bringen können und das dann auch beschließen. Zwei große Baugebiete, die wir bearbeiten müssen. Das betrifft einmal die Leinenkaute. Dort haben wir ein Konzept erstellt, wie wir jetzt die gemeindeeigenen Grundstücke verkaufen wollen. Wir haben außerdem die ersten Grundstücke schon verkauft. Das wird im nächsten Jahr weitergehen. Dann haben wir das Mühlo weiter in die Planung gebracht. Das war ein langer Prozess, bis wir da alle rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen mit dem Investor klären konnten. Aber wir sind jetzt tatsächlich so weit, dass alle Beschlüsse getroffen sind, alle Verträge unterschrieben sind, sodass ich davon ausgehe, dass im nächsten Jahr da die Bauarbeiten beginnen. Außerdem haben wir ganz nebenbei mal den viel diskutierten Radschnellweg gebaut und eingeweiht, zumindest den ersten Bauabschnitt. Die Sanierung des Eigenheims zur Brandschutzertüchtigung haben wir auf die Wege gebracht. Die Fertigstellung soll im vierten Quartal 2020 erfolgen. Außerdem haben wir Planungen für die Sanierung des Freibads und der Dr. Horst-Schmidt-Halle angeleiert. Was haben wir noch? 25 Kinderbetreuungsplätze der Stadt Langen zur Verfügung gestellt, zur Vollfinanzierung, was unsere Etat für die Kinderbetreuung um 500.000 entlastet hat, was auch ein wichtiger Beitrag dazu war, dass wir nicht weiter die Grundsteuer erhöhen mussten. Wir haben die eigenen Gruppen von den Containern in den Anbau, der fertig geworden ist, umgezogen, sodass auch dieses Thema abgeschlossen ist. Notwendig ist dafür aber nicht nur für all diese Dinge, nicht nur eine funktionierende Verwaltung, sondern auch eine kooperative und konstruktiv arbeitende politische Gremien oder die kooperativ und konstruktiv arbeitenden politischen Gremien. Ich habe keine eigene Mehrheit. Wie das vielleicht in anderen Kommunen der Fall ist, wo Koalitionen gebildet werden. Wir brauchen immer mindestens drei große Fraktionen, um eine Entscheidung in der Gemeindevertretung durchzubekommen. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass wir fast alle wichtigen Entscheidungen mit großer Mehrheit oder sogar einstimmig durchbekommen haben. Vor dem Hintergrund vieler Jahre heftiger politischer Auseinandersetzungen ist dies nicht gerade selbstverständlich. Ein hohes Maß an Sachlichkeit und konstruktiver Zusammenarbeit hat aber das letzte Jahr meine Arbeit in der Gemeindevertretung oder mit der Gemeindevertretung ausgezeichnet. Und ich bin sehr dankbar. Das war nach all dem, was in den letzten Jahren gelaufen ist, nicht unbedingt selbstverständlich. Ich hoffe, dass wir auch in den nächsten Jahren damit so weitermachen können, denn Egelsbach braucht eine konstruktive und kooperative Politik, um die Ziele und die Herausforderungen, die wir in den nächsten Jahren vor uns haben, auch umsetzen zu können.
Das Jahr 2020 steht ja unmittelbar vor der Tür. Welche Themen werden nach Ihrer Einschätzung denn im kommenden Jahr eine besondere Rolle spielen? Also die zwei wesentlichen Themen, die auch in den letzten anderthalb Jahren eine Rolle gespielt haben, werden auch im nächsten Jahr von Bedeutung sein. Das ist einmal die Konsolidierung der Finanzen. Da geht es vor allen Dingen um die Erstellung eines Produkthaushaltes, also vor allen Dingen eine Umstellung auf den Produkthaushalt. Das müssten wir eigentlich seit 2008 schon umgesetzt haben. Da werden wir für 2021 tatsächlich die Weichen jetzt stellen. Darüber hinaus geht es weiter darum, die Verwaltung zu optimieren, die Prozesse zu optimieren. Im nächsten Jahr wird ein ganz wesentlicher Baustein die Digitalisierung der Verwaltung sein, sodass in Zukunft mehr Dinge wie Passanträge oder ähnliches direkt digital erledigt werden können und dafür nicht der Bürger oder die Bürgerin ins Rathaus und ins Bürgerbüro kommen müssen. Diese Abläufe werden eine große Rolle spielen im nächsten Jahr. Aber wir haben natürlich auch noch andere Themen. Wir haben die Auflösung des Sanierungsstaus. Da werden wir unsere Priorität im nächsten Jahr auf das Freibad und die Dr. Horst-Schmidt-Halle legen. Aber auch die ersten Straßen sollen 2020 angegangen werden. Ich hoffe, dass die brandschutzrechtliche Ertüchtigung oder Brandschutzertüchtigung des Eigenheims bis Ende des Jahres abgeschlossen ist. Das Leitbild soll fertig werden in diesem Jahr 2020. Darüber hinaus halte ich zwei große Themen, politische Themen für relevant fürs nächste Jahr. Das eine ist bezahlbarer Wohnraum, auch vor dem Hintergrund des großen Frankfurter Bogens. Und das zweite Thema ist das Erreichen oder Definieren von Klimazielen der Gemeinde Egelsbach. Was kann die Gemeinde Egelsbach für den Klimawandel tun oder gegen den Klimawandel eigentlich? Es geht da unter anderem darum, zum Beispiel eine Photovoltaikanlage aufs Rathausdach zu bekommen, den Radverkehr zu fördern, die Begrünung zu fördern. Das sind so Themen, die sicher im nächsten Jahr auch eine Rolle spielen werden. Aber sicher wird es auch wieder viele Überraschungen geben, mit denen heute niemand rechnet. Aber mit einem soliden Haushalt, einer leistungsfähigen Verwaltung und einer konstruktiven Politik bin ich sicher, dass wir auch diese Herausforderungen im nächsten Jahr stemmen können. Ein paar Tage Urlaub werde ich jetzt erst noch mal zwischen den Jahren mir gönnen, um die Batterien wieder ein bisschen aufzuladen, damit ich mit neuem Schwung ins neue Jahr starten kann. Bis dahin wünsche ich natürlich allen Egelsbacherinnen und Egelsbacher ein gesegnetes Weihnachtsfest, eine besinnliche Zeit zwischen den Jahren und einen sensationellen Start ins neue Jahr. Vielen Dank für das Interview.